Meine Frage wäre, warum oder wie erklären Sie, dass ausgerechnet Frauen selber oftmals auch diese Auffassungen vertreten? Das ist ein sehr spannender Aspekt, den Sie ansprechen. Einige Ergebnisse aus der Forschung deuten darauf hin, dass klassische feministische Anliegen häufig von Frauen auch als Überforderung wahrgenommen werden und dass sozusagen sich eine gewisse Frustration über nicht eingelöste Versprechen der Gleichstellungspolitik dann in eine Ablehnung feministischer Anliegen verkehren. Also Sie haben ja darauf hingewiesen, es gibt eben auch den Antifeminismus von Frauen und das ist nicht als Widerspruch zu begreifen, sondern als ein teilweises sich alleingelassen fühlen in schwierigen Lagen, Mutterschaft, also Vereinbarkeit, Mutterschaft, Haushalt, Karriere. Und Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass wir eben bei diesen Frauen eine Einstellung finden, die Feministinnen sprechen irgendwie nicht zu mir oder die beschäftigen sich gar nicht mit meinen realen Problemen und ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, sondern nutze dann beispielsweise ein Diskursangebot von Seiten der AfD, die mir eine klarere, entlastete Rollenverteilung anbieten. Die sagen, du musst jetzt nicht Powerfrau sein, Supermutter und noch tolle Geliebte, sondern du kannst dich jetzt auf deine Rolle als Hausfrau konzentrieren, zurückziehen und der Staat wäre in der Pflicht, dir dafür auch eine Kompensation anzubieten. Also das ist nicht bei allen so, aber zumindest in bestimmten Interviews zeigt sich immer wieder dieses Muster, dass es da eine gewisse Enttäuschung oder ein Gefühl von Unverstandenheit gibt.